Und ich habe gerade mal zwei Plätze im Moment gut gemacht. Aber nur 6 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Und wieder eine schlechte Kurve. Ja, weiter. Drücken kann ich mich auch nicht, okay. Okay, ich fasse mit Vollgas durch. Nicht ganz. Fast. So, Windschatten. Da bin ich schon ziemlich dabei, von der Geschwindigkeit her. Erreiche auch bald meine Höchstgeschwindigkeit. Ich habe meine Höchstgeschwindigkeit erreicht. Oh, bin verdammt spät auf der Bremse gewesen, aber es hat gereicht. Es hat noch gereicht irgendwie. Skinner. Ja, ich habe mich verschalten. Mir aufgefallen. Durchaus aufgefallen. Habe ich aber auch ihn überholt. Damit sollte es jetzt keine bösen Überraschungen mehr geben. Auch dass mein Pedal irgendwie ein bisschen verrutscht, aber das ist nicht so schlimm. Das Verschalten war schlimmer. Kein Problem durch diese Kurven hindurch. Ja, das Pedal rutscht ein bisschen herum. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Weil ich das angeschraubt habe. Eigentlich. Aber offenbar hat sich jetzt die Mutter doch ein bisschen gelöst. Kann passieren. Solange es nicht runterfällt, ist mir das egal. Vorerst. Vollgas. Kein Problem. Ich finde es richtig geil, dass immer jemand da ist, der die Zielflagge schwenkt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. Aber jetzt möchte ich mal sehen, wie ich abgeschossen worden bin. Muss ich jetzt wirklich mal sehen. Okay, schneller voran. Bremse. Und der fährt einfach mal in mich rein. Ganz gut. Ganz gut, wirklich. Super Aktion. Sei so. Hab's ja geschafft. Damit ist auch der 4WD Cup, oder besser gesagt, die 4WD Rennen sind jetzt durch. Die sind gemacht. Fehlen also noch 3 Cups. Und jetzt ist es 8 Uhr. Also, ich möchte schon noch ein bisschen spielen. Ob das dann für alle Rennen reicht, weiß ich nicht, aber schauen wir mal. Jetzt geht's mal zu den Pack-Antrieb- und Mittelmotor-Herausforderungen. Mal schauen, welche Wagen ich nehmen kann. Wow. Ich habe doch einige zur Verfügung. Dann werde ich mich für den 512BB entscheiden. Gut, damit sollte es eigentlich klappen, hoffe ich. Das Handling wird zwar ein bisschen schwieriger, aber damit müsste ich leben können.
Aber ich hasse Madrid ja eigentlich immer noch. Scheiß Madrid. Ich komme mit Madrid einfach nicht klar. Ich möchte Madrid nicht fahren. Wow, Miura. Esprit Spera 512 BB, 3400 S, 216 Type Bear, eine von 2002 und eine von 1992. Ein Tesla Roadster, eine 6R Concept. Sind doch ganz gute Gegner. Muss man zugeben. Okay, dann noch die Fahroptionen anpassen. Traktionskontrolle raus. Das ABS lasse ich drin. So. Mal schauen, wie ich hier vorankomme. Frühbremsen hat gewirkt. Ich hasse diese Strecke. Ich kann die einfach nicht ausstehen. Wirklich nicht. Da kann einfach passieren, was will. Ich werde die nie mögen, diese Strecke. Ich kann sie zwar fahren einigermaßen, aber mögen? Nee. Mögen tue ich sie nicht. Damit bin ich schon beim zweiten 512 BB angekommen. BB. Wichtig. Meine Güte. Damit kann ich nicht aufholen. Noch zwei Gegner vor mir. Der eine ist der ganz schnelle Miura, der mich abhängt. Mal auf gut Deutsch gesagt, der hängt mich ab. Und der Esprit. Selbst hier habe ich Probleme. Mann! Im Gegenteil, ich hole ihn ja kaum auf. 5,4. Schwierig. Bleibt einfach zu hoffen, dass das daran liegt, weil ich die Strecke einfach hasse. Ich hasse sie von ganzem Herzen. Wow, Mann, wie der bremst. Damit ich gewinnen darf. Dankeschön. Sonst hätte ich es wohl nicht geschafft. In einer halben Sekunde Vorsprung, weil der Gegner ja so floppt war und abgebremst hat. Kann man nicht anders sagen. Ab damit sollte die härteste Strecke schon mal vorüber sein. Geschafft sein, so. Sollte geschafft sein, die härteste Strecke hier. Okay. Verlassen. Welches ist die nächste? Kann ja nur noch besser werden. Trial Mountain Apricot Hill. Ja, es kann wirklich nur besser werden. Gut. Da dürfte ich weniger Probleme haben. Da muss ich weniger Probleme haben. Und da werde ich hoffentlich weniger Probleme haben. Trial Mountain.
Ja, und die Gegner sind auch schon etwas leichter. Ein Esprit Sport, ein Esprit V8, ein 3400S, ein NSX-R Concept, ein Tesla, ein Evora 4200R, ein RX500. Ich werde sehen, was das für ein Gegner ist. Und dann noch ein NSX Type S0. RX500. Was ist denn RX500? Das weiß ich jetzt gar nicht. So auf den ersten. So auf das erste Lesen weiß ich das echt nicht. Das hier scheint. Ah! Das scheint ein Mazda zu sein. Jetzt verstehe ich. Ah, und er macht sich breit, wie verrückt. Sehr viel korrigieren muss ich. Wegen diesem Bastard hier. 4200R, Isuzu wahrscheinlich. Ich konnte ihn nicht mehr aufhalten. Es ging einfach nicht mehr. Scheiße. Gefällt mir also nicht. Ich dachte, wenn 4WD-Herausforderungen hätte ich mehr Probleme, aber scheint umgekehrt zu sein. Wie immer, wenn ich etwas, wenn ich eine These aufstelle. Diesmal bin ich leicht an ihm vorbeigekommen. Wow. Evora. Vorbei. Tesla, vorbei. Kommt jetzt ein NSX. Das da vorne müsste ein. Aha, ein Boxster. Also 3400 Deaths. Ich bleibe im dritten Gang, ist mir sicherer. Kostet zwar durchaus Geschwindigkeit, aber kann ich mir leisten. Damit bin ich erster, schon am Barry vorbei. Und Knight. Bei den Esprits. Wow, bei den Esprits. Wieder schalten. Seit das Pedal sich wieder ein bisschen bewegt, habe ich Mühe.